Und damit moin moin oder auch privet privet und herzlich willkommen zu RSS in der Sowjet-Variante. Wir sind unterwegs zum Mond, zumindest für ein Flyby, und haben heute so ziemlich die letzte Chance, das hinzubekommen. Sonst werden wir hart pleite gehen, wie man das heutzutage so sagt. Deshalb habe ich auch mein Voyager-Glücks-T-Shirt angezogen. Ich hoffe, man kann das erkennen. Uah. Ich könnte auch aufstehen, aber ehrlich gesagt bin ich zu kaputt. Ich sag aber erstmal Hallo an alle, die schon da sind. An den Neokörmen, an den Cleams, an den Mickey, an den Markus, an den TJ, an den Fallen Wolf, den Nasradam, den Slash, den Cruiserlexer, Etienne, Moritantu, so rum, richtig, richtig, den Dark Engineer. Halli, hallo und natürlich auch an alle, die heimlich still und leise im Chat sitzen und noch nichts gesagt haben. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die Woche. Ich hatte heute schon einen relativ interessanten Tag. Neben der Wurzelbehandlung war ich dann auch noch beim Sport und ja, aber die modernen Schmerzmittel ermöglichen trotzdem einen schönen Abend. Und bei mir gibt es heute ein leckeres Bier und zwar habe ich heute von der Meisel and Friends Edition das Jeff's Bavarian Ale genommen, also mal was süddeutsch angehauchtes. Unsere stärkste Liebeserklärung an Bayern. Genau, so muss das sein. Gucken wir mal. Ja, schon wieder die Zähne, immer noch. Das ist eine etwas länger andauernde Geschichte, das sind noch ein paar Sitzungen. Ja, aber wenn man mal Spaß dran gefunden hat, soll man ja weitermachen, habe ich gehört. Ja, Schmerzmittel und Bier, heute gibt's Explosionen. Ach was, das geht schon alles irgendwie. Gut, was soll ich sagen? Ja, erstmal noch Hallo auch an Bonnie Bonn, hat sich auch noch gemeldet, natürlich, aber du musst nicht rumschreien, Hallo sagen reicht komplett. So, was haben wir heute vor? Also, wir haben ja im Orbit eine Mond-Crewed Flyby, also das ist quasi diese Mission, für die ich noch 37 Tage habe. Das ist auch geld- und zeittechnisch so ziemlich mein letzter Versuch. Also da wird nicht mehr viel passieren. Wenn ich das verkacke, haben wir ein ganz großes Problem. Und wir haben in 76 Tagen auch noch die Lunar Landing and Sample Return. Die darf ich auch nicht verkacken. Das heißt, bevor wir uns jetzt in das Manöverplanungsgedöns für den Lunar Flyby stürzen, stoßen wir mal einmal den Bau an für die Lunar Landing and Sample Return Probe, weil es nutzt uns ja nichts, wenn wir das jetzt irgendwie erfolgreich schaffen und dann einfach 70 Tage später pleite gehen, weil wir die andere Mission versaut haben. Yay! Ihr seht, das sind jetzt haufenweise Sachen mit, ja, ich habe exakt noch eine Chance, es irgendwie gelöst zu bekommen. Ich glaube, dem Cookie geht es recht ähnlich, wenn ich das im letzten Stream richtig mitbekommen habe. Auch er plagt sich mit dem lieben Geld und ist kurz davor, pleite zu gehen. Er steht ungefähr da, wo ich auch stehe, nämlich dem Crude Lunar Flyby. Es ist faszinierend zu sehen, wie schwer so ein Scheiß sein kann. Wir stellen uns auf jeden Fall beide an wie die allerersten Menschen, was das angeht. Ja. Müssen wir mal gucken. Wenn wir beide pleite gehen, muss unser lieber Schiedsrichter sich dann mal äußern, was man da machen kann oder nicht machen kann. Ob es dann irgendwie für beide einen Kredit gibt, damit es weitergeht oder sowas. Irgendwas in die Richtung. So, ich hoffe, das war der Lunar-Lander. Ja, der war eigentlich ganz gut. Ich muss ihn nur ein bisschen anders fliegen. Also ich habe einen Plan, den können wir 1:1 so nehmen. Und der dauert 78 Tage zu bauen. Da wir in 76 Tagen die Mission abgeschlossen haben müssen, mit Hin- und Rückflug müssen wir da jetzt schon ein bisschen Geld reinstecken. Das heißt, es ist gut, dass ich ihn jetzt mal in den Bau werfe. Und vielen lieben Dank an den Markus für die Donation. Ja, das Geld hilft mir leider nicht im Spiel, aber vielen lieben Dank trotzdem für deine Donation. Das nächste Mal gerne ein paar Rubel im Spiel überweisen. Ich nehme gerne so 1 bis 2 Millionen Rubel. Ich habe gehört, die sind auch nicht so teuer. Wenn beide pleite gehen, gibt es keinen Preis, sagt der Schiedsrichter. Es gibt einen Preis. Ich wusste gar nicht, dass es hier um Preis geht. Das hat mir keiner gesagt. Okay, Staging sollte okay sein. Ja, alles ist gut. Alles ist gut. Dann hauen wir das jetzt mal in Bau.
So, da sind nochmal 27.000 weg. Yay! Und da es ja eh schon fast egal ist, wie hart ich pleite gehe, muss ich das jetzt noch ein bisschen beschleunigen. Denn wenn die Rakete in 78 Tagen fertig ist, aber in 76 Tagen der Vertrag ausläuft, ratet mal, was dann passiert. Genau, dann gibt es eine Strafzahlung. Deshalb müssen wir jetzt das Ding so weit beschleunigen, dass es A eher fertig wird, wir B 2, 3 Tage Zeit haben, Rollout zu machen, dann müssen wir zum Mond fliegen, das dauert auch noch mal ein paar Tage, müssen eine Landung machen, das dauert zum Glück nur ein paar Stunden, dann müssen wir zurückfliegen zur Erde, das sind auch wieder ein paar Tage, das heißt, wir müssen da leider ein bisschen Kohle reinstopfen. Ach, und zum Glück kostet das ja auch fast nichts. Mal gucken, wie weit wir das runterdrücken. Also 70 ist mir zu knapp, 63 ist mir immer noch zu knapp. 57 kommt langsam in den Bereich, oder? Das haben wir knappe 20 Tage Zeit. Ach kommt, was soll der Geiz? Einer geht noch. Dann sind wir bei 31.000. In 51 Tagen ist unsere Rakete fertig. Mit rausrollen sind es dann 53 Tage. Dann haben wir ein bisschen Zeit, das Ding noch zu machen. Tja. Klims. Oh Gott, noch mehr Geld. Dann spenden wir halt, um den Kraken zu besänftigen. Auch das ist in Ordnung. Vielen lieben Dank auch für deine Spende. Und Starminer, da wendest du dich, wenn du einen Game-Breaking-Bug hast, der alle deine Saves kaputt machst, wendest du dich am besten an den Dingsbums-Support, na? An den Support von Squad. Oder du probierst dein Savegame mal mit dem KML-Editor. Ich suche dir mal einen Link aus. Ich poste den gleich. Zu editieren. Ich weiß es nicht, ob er für diese Version noch gut funktioniert. Ist schon eine Weile her. Aber damit habe ich kaputte Safe Games immer noch ganz gut hinbekommen, weil der erkennt Fehler manchmal ganz gut. Einfach mal ausprobieren. Ich meine, schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Oder ein altes Safe Game irgendwo restoren. So. Jetzt ist noch irgendwas Lustiges passiert, nämlich der Starminer hat noch ein Follow da gelassen. Vielen lieben Dank, herzlich willkommen bei den Carbonauten und ganz viel Spaß beim Zugucken. So, wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte heute. Das wird sehr, sehr längliche Manöverplanung jetzt und ein sehr vorsichtiges Fliegen. Ich hoffe einfach, dass keine technischen Probleme auf uns zukommen. Wenn jetzt das Triebwerk ausfällt, bin ich halt schlicht und ergreifend am Arsch, um es mal so zu formulieren. Ja, und hatte ich das nicht im Orbit das letzte Mal? Ja, also die Mission ist schon im Orbit und ich muss jetzt von da aus zum Mond fliegen, also mit der Crewed Mission. Und da gehen wir jetzt auch mal hin. Das ist ja das Spannende, was wir heute tun wollen. Ja, ich bin auch schon ganz aufgeregt, deshalb betrinke ich mich lieber noch ein bisschen. Dann klappt das auch besser mit der Manöverplanung. Guten Abend, die Herren und Damen. Natürlich ist hier Weibsvolk anwesend. Davon gehe ich nicht aus. Das ist Kerbal Space Program. Hier ist kein Weibsvolk anwesend. Zond 3. Da ist unsere schöne Zond 3 Probe. Die fliege wir jetzt mal. Ich glaube nicht, dass hier Weibsvolk anwesend ist. Bevor sich jetzt irgendwelche Frauen diskriminiert fühlen, das ist das mit dem Weibsvolk ist ein Zitat aus einem Film. Ich möchte hier niemanden herabwürdigen. So, also. Ich hatte ein Manöver fertig geplant. Das können wir aber in die Tonne treten, weil ich RCS-Düsen anhatte und sich dadurch meine Position ein wenig verändert hat, was über die lange Rotationszeit nicht so gut ist. Wir haben noch so ein bisschen RCS-Fuel, also ganz gut RCS-Fuel hier drin. Wir haben noch ganz gut RCS-Fuel hier drin und wir haben noch ganz gut RCS-Fuel hier drin. Ah, das ist auch schon abgeschaltet. Okay. Was ich jetzt als nächstes mache, ist mal das auch abschalten, weil wir brauchen dieses RCS-Fuel später noch in den Upper Stages, weil dieses und das nächste Triebwerk sind nicht mehr gimbalfähig. Das heißt auf Deutsch übersetzt, dass wir nichts tun können, um das Raumschiff auf Kurs zu halten mit dem Triebwerk. Dafür muss das RCS-Fuel herhalten. Und ja, deshalb gehen wir damit sehr sparsam um, weil es wäre ein bisschen peinlich, wenn wir noch genug Sprit hätten, aber schlicht und ergreifend nicht mehr steuern können. So, und jetzt gucken wir mal. Also, die Alarmglocke kann ich, glaube ich, erstmal ausmachen. Wird ja nicht besser dadurch.
Genau, Juri fliegt diesmal alleine und hat 36 Tage Zeit. Das ist auch alles gut. So, und jetzt müssen wir diese Manöverserie nochmal neu zusammenbauen. Denn, wie gesagt, durch die Abweichung war das nicht ganz so spannend. Oder nicht so exakt, wie ich mir das gewünscht hätte. Es waren drei Manöver. Es fing damit an, dass wir hier einen Start hinlegen werden. In ein paar Tagen, irgendwie 5 Tage und ein bisschen. So, da werden wir Richtung Mond aufbrechen. So. Gut, das müssen wir jetzt mal mit dem präzisen Manöver-Note-Editor zurechtdengeln. Also, wir wollen den hier Snap Note 2. DN with Target, jawohl. So. Und dann wollen wir weiter Gas geben. Gut. Soweit, so schlecht. Das Ganze wollen wir jetzt nicht ganz so. Nicht ganz so weit. Wir wollen ja nicht unnötig viel Sprit ausgeben. So, jetzt gucken wir mal. Genau, irgendwie so. Wenn wir das jetzt natürlich noch ein bisschen verschieben und das nicht snappen, dann können wir wahrscheinlich sogar noch dafür sorgen, dass wir den Ascending Node und die AP übereinander bringen. Damit wir da einen relativ guten Treffer hinlegen. So, ich gehe jetzt mal relativ exakt auf die Mondumlaufbahn. So, Sekunde später, Sekunde, ne? Sekunde früher. Wartet mal, ich sehe leider gar keine Veränderung. 10 Sekunden früher. Da gehen wir in diese Richtung weg. So. Okay. Zack, 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 zack. Und dann wieder bisschen Delta V raus. Sekunde später. Das sieht ganz gut aus für meine trüben Augen. So. Gut, also theoretisch treffen wir da irgendwann den Mond. Jetzt ist es aber so, dass der Mond natürlich beschlossen hat, dass er jetzt gerade noch hier ist. Und wir müssen jetzt schlicht und ergreifend ein bisschen warten, um den Mond irgendwann mal zu erwischen. Das waren irgendwie 5 Tage und ein bisschen. Also ich erhöhe jetzt die Anzahl Orbits, die wir warten, bis unser Manöver fällig wird. So, herzlichen Glückwunsch, Mond. So, und jetzt musste der Mond aber auf die andere Seite unseres Manövers. Wir wollen nämlich diese Free Return Trajectory 8 fliegen. Die sieht man hier schon so ein bisschen, ist aber im Moment leider noch die falsche Richtung. Denn wie ihr seht, werden wir jetzt straight aus dem aus dem Erdesystem geschossen in eine Sonnenumlaufbahn. Da wollen wir natürlich nicht hin. Vor allen Dingen Juri möchte da nicht hin. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir an den Punkt kommen, wo sich die 8 in die andere Richtung öffnet. Jawohl. So. Es geht, glaube ich, los. Da ist er. Na, da ist er noch nicht. Sind wir jetzt zu spät? Nein. Wartet mal. Aber ich will doch eine Free Return Trajectory fliegen. Nee, so ist nicht gut. So. Ist das prinzipiell ja schon mal falsch. Okay. Ich will auf die andere Seite von dem verdammten Mond. Hallo?
Das hat doch vorhin funktioniert. Das letzte Mal hat es doch funktioniert. So, was wäre, wenn wir ein bisschen schneller fliegen? Um ihn auf die andere Seite zu kriegen. Jawohl, so beginnt ein Schuh draus zu werden. So, das schleudert uns jetzt natürlich auf die falsche Seite. So, das war das erste Manöver. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir. Jo, das kriegen wir noch deutlich kleiner. Deutlich kleiner, deutlich kleiner, deutlich kleiner, deutlich kleiner, deutlich kleiner. Das ist aber hart am Delta-V-Limit. 5, 4, 1, 2, 9. So, was passiert da vorne? Okay. Der ist jetzt nicht so besonders grandios, der Flyby. So, jetzt probieren wir mal. Es wäre nicht schlimm, wenn wir in einem Polarorbit zurückkommen. Hauptsache, wir bremsen. Jetzt warten wir dann nach dem Manöver und lassen uns ein Stück raustragen. Zack. Und machen dann dieses Manöver, um näher ranzukommen. So, wir behalten mal im Auge unsere Periapsis. Und unsere Periapsis hier. Muss sie? Da ist sie. Gut, das ist Normal Plus. Das sieht gut aus. Weil wir müssen ja unter 5000 vorbeifliegen. Das bringt uns jetzt fast ein bisschen hart rein. Sechs, fünf. Und hier ist die Peri jetzt wieder auf 7. Okay. Kriegen das hingedengelt. So, hier sind wir unter 4. Hier sind wir unter 3. Okay. Okay, mehr gesenkt kriegen wir es nicht. Gut. Mal gucken. Wir sind jetzt bei. Lasst mich den Taschenrechner eröffnen. Ba, 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 ba. Taschenrechner. Also 3105. Sagen wir mal 6, weil wegen Rundung und so. Dann haben wir hier nochmal 57. Okay, sind wir bei 3163 Delta V. 3163 Delta V. Wir haben 3300, also noch geht was. So, dann wäre der Moon Escape angesagt. Dann würden wir in bla Tagen hier rauskommen. In 10 Tagen. Und würden dann.
Nano 3 den ganzen Spaß hoffentlich erfolgreich runterbremsen. So, wir probieren es erstmal einfach retrograde, würde ich sagen, weil das auch unsere Eintrittsgeschwindigkeit positiv beeinflusst. Ach nee, wir hatten das hatten wir anders gemacht. Wir hatten den Return eingeleitet, während wir am Mond vorbeigeflogen sind, genau. Um den Oberth-Effekt ein wenig mitzunutzen, um effizienter zu sein. So, also hier seht ihr jetzt die magische 8, die wir fliegen. Das haben wir. Und jetzt heißt es auf der magischen 8, auf der Periapsis, also unsere schnellste Stelle, wenn wir am Mond am schnellsten unterwegs sind, nutzen wir für das dritte Manöver, um dort den Oberth-Effekt auszunutzen, der unseren Treibstoff effizienter macht. So, jetzt war der Trick, glaube ich, war Prograde zu brennen, nicht Retrograde. Ja. Jawohl, seht ihr das, dass der eine Punkt jetzt sehr viel mehr bringt? So, aber da werden wir trotzdem ein bisschen mehr ausgeben müssen. Ich mache mal 10er Schritte. Bremsen, 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 bremsen. Na, nochmal 10. Ja, 873. Okay, das sind dann die 10 zu viel. Zack. Ja, okay, das war auch noch ein bisschen zu viel. 110 Kilometer Höhe ist ein bisschen zu hoch noch. Ich hätte mal gesagt, so 40 Kilometer kann man schon riskieren. Ungefähr. Also wir planen es jetzt erstmal so ein. Das sind 39 Kilometer Höhe. Also es ist nicht ganz ein Free Return. Wir müssen ein bisschen was tun dafür. Aber dann hätten wir nochmal 65,5 plus 65,5. Sind wir auf meinem Counter bei 3228,5 Delta V. Und mein Gefährt sagt 3323 Delta V. Nicht ganz 100 Puffer. Nicht ganz 100 Puffer. Igittigitt. Ist knapp. Vor allen Dingen wird schon der erste Burn uns die Hauptstufe kosten. Also wir werden danach dann mit der kleinen weiterfliegen müssen. Schauen wir mal. So, so sieht's aus. Das ist unsere Manöversequenz, die uns nach einem Flyby auf unter 5000 Kilometer. Das ist ja die Vertragsbedingung. Ich gucke nochmal sicherheitshalber nach, aber ich meine, es waren 5000. Ja, unter 5000 Kilometer, das kriegen wir hin. Wir sind auf 3367 Kilometer. Also, erstes Manöver, brennen raus Richtung Mond. Dann kommt einige Stunden später ein Korrekturmanöver, um unsere Ekliptik ein bisschen hochzuheben, weil wir dann nicht mehr ganz so nah an der Erde dran sind und dafür nicht mehr so viel Delta V brauchen. Genau genommen brauchen wir dann nur noch 57 Delta V, um das hochzuheben. Das bringt uns in diese 8 hinein. Also die Free Return Trajectory passt aber nicht ganz, weil wir halt einfach ein bisschen schnell sind. Und wir nehmen dann auf der Periapsis des Mondes nochmal ein Manöver mit 65,5 Delta V uns zur Brust, um das Ganze zu einem erfolgreichen Ende zu bringen und werden dann in 12 Tagen, das sieht gut aus, wir haben 37 Tage oder sowas, glaube ich, bis zum Abschluss der Mission, ja, 37 Tage. In 12 Tagen den Wiedereintritt hoffentlich überleben. Mehr fällt mir jetzt dazu auch nicht ein. Ich glaube, besser kriegen wir es nicht hin. Das steht und fällt jetzt alles mit, hält mein Manövertreibstoff, verdampft mir in den 5 Tagen nicht zu viel Liquid Oxidizer weg. Wie viel Verschnitt haben wir dadurch, dass wir natürlich längere Zeit brennen? Fallen uns Triebwerke aus? Also da sind ganz viele Unwägbarkeiten mit dabei, die uns potenziell den Tag verderben können. Aber wir müssen es versuchen. Das ist so eine.
Now or never Chance. Also wir haben tatsächlich gar nicht so viel andere Wahl für das Thema. Hilft alles nix. Hilft alles nix. So, Add. Manöver. Zond 3. Add Alarm. So, ein Tag, 3 Stunden. Nee, 5 Tage, 9 Stunden, 31 Minuten. Okay. Da geht's hin. GSOR. Was? 100 Jahre, 100. Jahrestag der GSOR. Was ist GSOR? Jetzt muss ich kurz googeln. Große sozialistische Oktoberrevolution. Ist das heute? Ist heute das Jubiläum der Oktoberrevolution? Nein, oder? Tatsächlich. Verrückt. Ja, 100 Jahre Oktoberrevolution. Sehr schön. Na, dann gucken wir mal, ob ich das hinbekomme. Ich hoffe, ich werde die Genossen nicht enttäuschen. Und als jemand, der in der Stadt geboren ist, die früher Stalinstadt hieß, muss es ja eigentlich klappen, oder? Tja, netter Funfact, ne? Gut, ja, lasst uns da hinzoomen. Ich kann mich jetzt nicht rausquatschen, wir müssen es ja machen. Hilft ja alles nix. Hilft ja alles nix. So, bisschen hell, dunkel, hell. Kommt einmal kurz eine Bremsung, wenn das Launchpad durch ist. Gut, Launchpad ist wieder fit. Harren wir der Dinge, die da kommen. Wenige, wenige Tage, bis wir starten können. Juri wärmt sich währenddessen im Orbit auf oder kühlt sich ab. Das kann man jetzt so oder so werden. Wir werden so 5 Minuten vor dem Manöver aus dem Warp rausgehen, dass ich noch alles vorbereiten kann. Und wir haben etwas mehr als 6-minütigen Burn, also ich werde so 3 Minuten vor dem Manöver starten mit dem Burn und beten und hoffen, dass das alles irgendwie funktioniert. Und das könnt ihr gerne auch tun. Das wird nämlich eine relativ knappe Kiste. Also auch wenn das alles perfekt funktioniert, wird es eine knappe Kiste und ein Wiedereintritt, den ich so noch nie getestet habe. Also schauen wir mal. Schauen wir mal. £500 Pfands auf Untergang. Und hallo auch an dich, Luca. So. 9 Stunden noch. Können wir ein bisschen Gas geben. 8, 7, 6, 5, 4. 2 Stunden noch. 1 Stunde noch. So, die letzten Minuten laufen. Ich gehe ein bisschen runter mit dem Zeitraffer, damit ich es auf jeden Fall nicht verpasse. Puh. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das alles so funktioniert oder ob wir Juri in den Tod jagen. So. Zeitraffer aus und los geht's. Wenn es nicht klappt, Sibirien, ja, dann muss hier jemand anders weiter streamen. Dann muss ich erstmal ein paar Jahre ins Gulag. Wo übrigens auch der nette Herr vom Raketenprogramm der Sowjetunion lange Zeit seines Lebens verbracht hat, einige Jahre, bevor er, also Kureljew war tatsächlich auch im Gulag gewesen, bevor er das Raketenprogramm geleitet hat. Ja. Von daher bin ich da ja in bester Gesellschaft, wenn ich dann in Sibirien lande. So.
Dumm, 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 dumm. Ich glaube, den Manövernode-Editor können wir erstmal ausmachen. Was ich brauche, ist auf jeden Fall der Smart Ass. Zack, der kann auch zu. Ich habe gesagt, du kannst zu. Jetzt reiß ich mal zusammen. So. Die Rotation wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Nee. Ist auch ein bisschen falsch. So, wir können mal. Okay, ich habe fünf Ignitions. Das war auch noch wichtig. Also, ich brauche drei Ignitions. Ja, eigentlich brauche ich von dem nur noch eine Ignition. Das ist auch schon mir egal. Danach ist eh alle. Ich hoffe, dass uns das Abkoppeln nicht zu sehr in Rotation versetzt, ehrlich gesagt. Das wird richtig scheiße. Ich glaube, das war das letzte Mal ziemlich spinny. So. Okay. Ach, wir sind sogar stable. Hilft uns allerdings nicht viel, wenn wir nicht zum Manöver rotieren. Okay, kurzer. Kurzer Schub. Gut, ich hoffe, dass ich das gut getimed habe. Der Drehung. Schauen wir mal. Strom sieht gut aus. Essen sieht gut aus. Delta V sieht auch noch okay aus. Ja. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Also 6 Minuten 52 sind sogar fast 7 Minuten. Ich denke, wenn wir jetzt gleich über das Manöver drehen, werden wir den Node einloggen und uns der Zündung hingeben. Der Moment der Wahrheit ist gekommen, ob das hier funktioniert oder nicht funktioniert. Wir werden es jetzt gleich rausfinden. Ich logge den Smart Ass auf den Manövernode ein. Und wir zünden 3, 2, 1 und los. Und RCS an, um uns auf Kurs zu bringen. Okay, ich hoffe, das RCS hält durch. Wenn nicht, können wir das nächste RCS einschalten, um damit noch ein bisschen zu arbeiten. So, wir sind so ungefähr irgendwie in Richtung Mond unterwegs. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Das wird jetzt eine etwas längliche Burn. 6 Minuten 29 sind es noch, um genau zu sein. Ja. Und Ebubi, vielen lieben Dank für dein Follow. Willkommen bei den Kombonauten und ganz viel Spaß beim Zugucken. So, Juri sieht soweit erstmal glücklich aus. Essen hat der liebe Juri auch noch für 31 Tage. Oxygen hat er noch viel mehr. Das ist also auch alles super. Bisher läuft der Motor auch. Ich traue mich gar nicht zu gucken, wie viele Datenpunkte wir da drauf haben. Also jetzt reizen wir ihn halt mal. Nee, wir reizen ihn nicht aus. Ich glaube, der hat eine Brennzeit von eigentlich 16 Minuten oder so. Aber diese eingebauten Tanks bringen einfach nicht so viel Fuel mit. Ich weiß nicht, was da der Plan dahinter ist. Sind also nicht ganz im Optimum. Ich traue mich nicht zu drehen. Ich würde gerne die Panels eigentlich in die Sonne drehen, aber irgendwie traue ich es mich nicht. Das kostet alles RCS-Fuel und wenn ich das so beobachte, geht das im Moment schneller runter als der Sprit. Und zwar deutlich schneller. Das macht mir ein bisschen Sorgen, weil das hier muss schneller alle werden als, oder zeitgleich alle werden wie das da. Das passt nicht ganz. Das passt nicht ganz. Okay, bisher läuft das Triebwerk aber. Wir haben noch 5 Minuten Brennzeit.
gucken, mal gucken. Trust Limiter auf die RCS-Anlage. Können wir mal ein bisschen probieren. Gucken. Hält er sich noch? Sieht gut aus, ja. Okay, schöne Idee. Ja. Dann verbraucht er sich jetzt nur noch hoffentlich halb so schnell. Gucken. Ich behalte das mal im Auge. Aber es sieht so aus, als ob der Sprit jetzt aufholen würde, ja. Dann können wir ihm vielleicht sogar ein bisschen Zusatzschub noch generieren. Ja, oh, der kann das. Also wenn wir gleich das, wenn das hier das hier überholt, können wir ihm noch ein bisschen Zusatzschub generieren. Close Alarm. Ist wahrscheinlich auch schon mal eine schöne Idee für diese Stage hier. Irgendwie zu gucken, dass wir das ACS ein bisschen limitieren. Ja, dann halt 49,5, dann ist das so. So, 2000. Sieht gut aus. Ab jetzt gebe ich RCS Zusatzschub. RCS. RCS. Verbrennen ganz schön schnell unseren Treibstoff, muss ich sagen. Das sieht noch nicht so gut aus. Aber gut, viel Puffer war nicht eingeplant. Also ich sehe, dass das RCS schnell runtergeht. Keine Sorge, ich habe einen Blick drauf. Aber ich will ihm jetzt gerade so ein bisschen Unterstützung geben und auch das Gewicht senken, solange es geht. Delta, jedes Delta-Vi-chen, was wir hier irgendwie retten können, ist ein gutes Delta-Vi. So, jetzt gamble ich erstmal nicht. Ich habe jetzt mit RCS aufgehört. Sieht gut aus, der Sprit holt wieder auf. Das heißt, wir können ihm zum Schluss nochmal einen kleinen Schub geben. Und ja, also die Kiste scheint nicht ganz sauber zu liegen. Jeden, um deine Frage zu beantworten. Aber wir leben mit dem, was wir da haben. Minute 50 noch für den Burn. Sprit holt RCS Fuel langsam wieder ein. Gut aus. 1134. Ja. Kann funktionieren. Gut, worauf ich mich emotional schon mal vorbereite, ist die Abtrennung hier, und ich kann es hier leider nicht mehr ändern. Die wird uns ins Trudeln bringen. Das heißt, wir müssen uns dann einmal einfangen, bevor wir. Also, ich werde den Motor ausmachen, bevor ich zappe. Dann die Kiste erst wieder aufs Manöver fangen. Und dann nochmal zünden. Ich gebe jetzt nochmal Schub mit. Wir werden auf jeden Fall das RCS-Fuel hier noch rausbluten, wenn da was übrig bleibt. So. Okay, ich hoffe, ich habe es richtig getimed, dass unser Sprit vorher alle geht. Dann geben wir ihm noch ein bisschen RCS-Schub, bis das RCS alle ist. Dann zappen wir, dann stabilisieren wir uns und dann ziehen wir uns mit dem Triebwerk gerade. Sieht aber gut aus, dass wir die Burn-Time aus dem Triebwerk komplett rausgequetscht bekommen.
alles irgendwie funktionieren. Okay. Ich beginne den ACS-Schub auszunutzen. So, noch geht's. So, wir sind fertig. Motor aus. Und ich prüfe nochmal. Stage Step. Genau, das hatte ich befürchtet. RCS. Oh, wartet mal. Kurz ausmachen. Das will ich händisch einfangen. RCS an. Ich hoffe, das kostet uns nicht zu viel. Geht. Wir werden zwei Drehungen brauchen, aber. Ist egal, das kriegen wir hin. Kriegen wir eingefangen. Ich glaube, jetzt macht es auch echt mal Sinn, ihm kurz das ACS auf voll zu geben. Komm, bremst dich. Hör auf, dich zu drehen. Bösewicht. Komm schon, komm schon. Eine Drehung gebe ich ihm noch. So, das Triebwerk muss auch nicht stabil werden. 290 Delta, wie haben wir noch? Oh nein, 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 keine gute Idee. Bremsen, bremsen, bremsen. Komm schon, stabilisiere dich endlich. Mistding. Gleich hat das. Ist mir egal, dann dreh dich halt. Ist mir alles egal. So. Ich gehe erst aufs Manöver, weil ich will nicht, dass es zu weit abweicht. Es wird nicht ganz hinhauen. Wir müssen dann die Korrekturmanöver wahrscheinlich nochmal machen. Mal gucken, wie schlimm wir abgekommen sind vom Kurs. Los geht's. Hält er sich? Ich glaube, er hält sich. Okay. Schauen wir mal, wie schlimm es ist. Ah, es geht. Ist nicht perfekt, aber es geht. Delta, wie noch? Im Tank 40 brauchen wir noch. Dann haben wir noch 220. Das Manöver 57. Das Manöver 65. Das kann hinhauen. Das kann tatsächlich hinhauen. Okay, wir bleiben stabil auf dem Manöver. Das sieht auch gut aus. Okay, wir kommen auch relativ nah ran. Okay, wir haben auch schon einen Treffer, scheinbar. Ja. Auf den Mond kommen wir schon mal. Das ist doch schon mal schön. Ja, wir kommen relativ nah an den Originalkurs ran. Relativ nicht perfekt. Relativ. Und aus. Okay. Gut, das heißt, wir können die Manöver hier, glaube ich, abbrechen, so wie sie jetzt sind. Der ist in einer Stunde 52. Wir haben Zeit. Okay, ACS aus, damit kein Blödsinn passiert. Okay, gut, 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 gut. Wir sind aber on track, sage ich jetzt mal. So, zack. Das Manöver auch weg. Zack. Also, wir haben, ihr könnt die 8 hoffentlich schon ein bisschen erkennen. Die ist noch nicht besonders schön, aber sie ist da. Der wirklich kritische Part, der wirklich, wirklich kritische Part ist durch. Wir wissen nämlich, dass wir ab hier 57 Delta V brauchen, um die eine Korrektur zu machen. Und wir brauchen
irgendwas in den 60ern, um die andere Korrektur zu machen. Das sind grob im Kopf überschlagen 120 Delta V. Wir haben 213. Das heißt, wir haben fast 100 Puffer. Und ja, Jin, wir können mal gucken, wo wir die Korrektur am besten veranschlagen. Vielleicht kriegen wir die sogar noch ein bisschen billiger hin. Wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs. Und wir sind sogar fast an den 5000 Kilometern dran. Gut, es gibt noch einen kritischen Part, das ist dann der Wiedereintritt. Ja gut, ey. Lasst uns doch mal unsere Manöverplanung in einem Tag machen. Zack. So. Gut. Dir geht's gut, Juri, soweit? Ja, ne? Alles super. Du drehst dich auch ein bisschen, das heißt, du kriegst ab und zu mal Sonne. Zond 3 ist jetzt endgültig, also Zond 3 ist auf jeden Fall auf dem Weg in Richtung eines lunaren Flybys. Das können wir gar nicht mehr verhindern. Also doch, wir können richtig Scheiße bauen mit den Manövern und es dadurch verhindern. Aber Zond 3 ist auf jeden Fall unterwegs und hat eine richtig gute Chance, diese Mission zu schaffen im dritten Anlauf. Oder Juri wird unterwegs wahnsinnig. Das werden wir sehen. Jetzt setzen wir uns wieder an den Manövernoteditor, weil wir tasten uns jetzt wirklich ganz vorsichtig durch unsere Mission durch und machen jedes Manöver immer wieder schön exakt neu. Ich weiß, dass euch das vielleicht ein bisschen auf den Sack geht, weil es dann lange dauert. Aber ganz ehrlich, das ist mir egal. Nicht, weil ich euch hasse, sondern weil ich euch auch gerne in der nächsten Woche noch RSS im Race to the Moon bieten möchte. Und dafür muss der Mist hier funktionieren. Das ist so eine Once in a lifetime, das muss klappen, keine Option zu versagen, Chance. So, plus 10. Plus nochmal 10. Ja, wir kommen langsam in eine schöne 8 rein. Plus nochmal 10. Ja, plus nochmal 10. Jetzt sind wir schon ein bisschen drüber, würde ich fast sagen. Ja, wir werden aus der Ekliptik auch wieder rausgeschossen. Das ziehe ich mal zurück auf die normale Ekliptik. So, dass wir so ungefähr drinnen bleiben. Und das ist tatsächlich weniger. Sind aber dafür nicht ganz so niedrig wie beim letzten Mal. Haben aber auch nur ein bisschen mehr als die Hälfte so viel Sprit verbraucht. So, ihr seht hier die 8. Kann ich euch übrigens mal einen schönen Link geben, wo ihr die 8 ganz hervorragend seht. Gebt mir einen Moment, wir haben Zeit heute. Wir nehmen uns die Zeit heute. Es gibt nämlich, wenn ihr mal euch fragt, wie so oder warum ich eigentlich auf diese 8 immer so rumhacke, es ist tatsächlich eine 8 und sie wurde auch verwendet, nämlich in folgendem Missionsemblem. Bei Apollo 8, so sah nämlich der Mission Patch dafür aus. Ich habe euch den Link mal in den Chat geschmissen. Und da seht ihr die Free Return Trajectory, die Apollo 8 für den ersten Flyby, für den ersten bemannten Flyby damals gegangen ist. Die Sowjets haben es ja nie geschafft. Deshalb kann ich da nur das Apollo 8 Missionsemblem herziehen. Sehr, sehr schön zu erkennen dort. Und das ist genau diese 8, die sie dort beschreiben. Etwas stilisiert seht ihr jetzt halt hier in der Kursplanung. Wenn wir unser Manöver hochziehen, das ist die 8. Natürlich jetzt mit einem etwas fetten Bauch oder Kopf, je nachdem, aus welcher Richtung man gucken möchte. Aber das passt so. Dann haben wir 34 Delta V dafür. Dann sind wir noch bei, jetzt lasst mich den Taschenrechner zücken. Also wir haben 203, ich kann nicht tippen, 213 Delta V minus 34 Delta V für dieses Manöver. Haben wir noch 179. So, und jetzt hatten wir gesagt, das nächste Manöver ist dann auf der Periapsis. Add-Manöver. So, und hier wird beschleunigt. Das heißt, wir gehen jetzt hier dann Prograde auf Vollgasmodus, um das runterzuziehen. Und wir haben echt Platz. Wir haben wirklich Platz, weil wir 170 Delta V ausgeben können. Ja, alles völlig im Lot. Ja, dann habe ich nur 706. Du hast nur 206. Dann habe ich halt nur 206 statt 213, aber es ist auch egal. Denn guckt euch das an. Wir sehen es ja hier. Da sehen wir es.
Da kommt unsere Periapsis runter. Wenn wir dann an der Periapsis beschleunigen, also an der Mondperiapsis beschleunigen, kommt unsere Erdperiapsis runter. Die wird dann mit 75 Delta V. 76, 77. Ah, oh, na komm, ein bisschen noch. Alles wird gut. Das war ein bisschen zu gut. Vierundachtzig Komma sieben von den 172, die wir noch haben. Fast 100 Puffer. Fast 100 Puffer. Cool. Lass es uns tun. Was gibt's noch zu sehen? Was müssen wir noch alles erledigen, wenn wir da sind? Lunfer, Launch a New Vessel haben wir. Have at least one crew member on board haben wir. Fly by the Moon. Okay, auch keine Wissenschaftspunkte, nix. Wir müssen da nichts tun. Return home safely. Alles klar. Gut. Das heißt, unser Manöver wird auf jeden Fall eingespeichert, damit mir keine Time Warp-Unfälle passieren, einfach nur. Ich werde händisch ranwarpen, aber ich möchte nicht, dass was Komisches passiert. So, ich gehe auf 2 Minuten vorher, um uns dann auszurichten. Ach, ich glaube, ich habe mir erstmal einen Schluck Bier verdient, glaube ich, oder? Das sieht doch gut aus. Das könnte alles sehr, sehr, sehr viel schlimmer sein. Könnte alles sehr, sehr, sehr viel schlimmer sein. Ich bin ein bisschen beruhigt, ganz ehrlich. Ich hatte echt die Hosen gestrichen voll für heute. Ich hatte mir auch fest vorgenommen, mit einem kopierten Save, dass die Urlaubswoche nochmal zu üben, wie das funktioniert. Ich habe es nicht geschafft. Das ist unglaublich. Durch das ganze Galileo-Spielen und alles habe ich es nicht geschafft, das zu probieren. Das ist einfach wirklich jetzt der erste Anlauf. Und es ist Gott sei Dank scheinbar gut gegangen. Scheinbar gut gegangen. Okay. Huh. Huh. Gut. Zeitraffer an. Behalten ein bisschen den Strom im Auge. Das sieht aber gut aus. Dadurch, dass wir in Rotation sind, kriegen wir immer wieder Strom auf die guten. Also die Panels können. Die haben irgendwie 6 Trilliarden Watt Leistung. Die sind völlig oversized. Aber es sieht halt cooler aus, wenn wir die Original-Soyuz-Panels nehmen. Also die ganz kleinen hätten auch gereicht. Soyuz verbraucht irgendwie kaum Strom. Aber hey. Und wir haben auch hier Batterie von, was ist das, 100.000 Einheiten Strom. Also können, mit Soyuz kann man echt lange unterwegs sein, wie es scheint. Ja, 7 Days to Die hat es auch nicht besser gemacht. Richtig, das hat mir dann noch das Wochenende aus den Klauen gerissen. So, ein bisschen schneller geht das schon. Ui, so viel Drehspaß. 22 Stunden. 21 Stunden. 20 Stunden. Gute Nacht hast du. Schlaf gut. So, noch 15 Stunden. 14. 13 Stunden. 12 Stunden. 11 Stunden. Ich mache dann nachher so einen Donnerschlag und so ein komisches Lachen wie Graf Zahl. Noch 9. So, wir kommen der Sache näher. 8. 7. Dann sind es noch 6, 5, 4, 3 Stunden. Ich freue mich schon so auf diesen Burn. 2 Stunden. 1 Stunde. So, jetzt gehen wir ein bisschen raus aus dem Zeitraffer, dass das nicht ganz so schnell kommt. So, sieht auch noch alles gut aus. Unser Sprit ist auch stabil. Gut, ist auch kein gekühlter Sprit. Von daher alles okay. Schön toxisch, der Scheiß.
Dafür. Dafür hält er dann halt auch ewig und verdampft uns nicht weg. So, unsere Nahrungsmittelvorräte sind bei 30 Tagen, die wir jetzt noch haben für den lieben Juri. Und in 27, 26, 25, 24, 23. Oh, in wenigen Minuten geht's los. Ist der Mond schon irgendwo zu erkennen? Da hinten, das ist noch ein bisschen klein. So. Ich nehme den Zeitraffer mal ein bisschen runter. Ein bisschen höher muss ich noch, sonst dauert es zu lange. So, 2 Minuten hatte ich ja gesagt. Jetzt hole ich unser Raumschiff mal rum auf seinen geplanten Kurs. Da ist er. Da ist er. Da die Erde. Und da hinten könnt ihr den Mond schon so ein bisschen erkennen. Ich bewege da gerade die Maus drumherum, für die, die es nicht ad hoc selber sehen. So, kurz ein bisschen korrigieren. So, und jetzt übergeben wir das Ganze dem Smart S, damit er uns auf Kurs hält. Jawohl, Verbrauch ist auch minimal. Gut, das Rollen kriegen wir im Moment nicht in den Griff, weil das fürs Rollen einfach keine Düsen da sind. Aber das Rollen ist auch völlig okay. Der soll ruhig ein bisschen rollen. Okay, wir sind bereit für den Burn. Ich werde den Burn bei minus 30 Sekunden starten, damit wir so nach hinten raus wird die Delta V höher, damit wir das Manöver um den Spot rum verteilen. Relativ gut. So, und ich gucke mir mal an, dass das Manöver dann auch tatsächlich so funktioniert, wie es soll. Denn wir müssen hier hinkommen, auf diesen Kurs. Das ist der Plan. Und den versuchen wir jetzt umzusetzen. So gut es eben geht. Das sieht gut aus. Aus, aus, fertig. 0,1 Delta V Abweichung. Hervorragend. 50 Leute. Bei mir steht 48, aber das ist quasi wie 50. Ja. So, nächstes Manöver. Auch das, nicht wundern, ich bin nicht wahnsinnig geworden oder so. Auch das wird neu geplant. Wir haben 178 Delta V, minus die 7. Unterm Hitzeschild für die Bremsung. Also haben wir 171 Delta V. Das heißt, wir planen jetzt ein Bremsmanöver. Beziehungsweise es ist eigentlich ein Beschleunigungsmanöver, witzigerweise. Weil wir diesen Gravitation. Also, warum übrigens ist es ein Beschleunigungsmanöver, um euch das mal zu erklären? Also, was wir jetzt machen, ist ja ein negativer Gravity. Assist. Also wir fliegen vor dem Mond lang. Eigentlich ist unsere Flugrichtung, wenn ihr das hier seht, ist ja so, hui, in diese Richtung eigentlich raus. So, jetzt zieht uns der Mond mit seiner Anziehungskraft, solange wir dran sind, aber in seine Bahnrichtung. Und deshalb wird es ein negativer Gravity Assist, weil er bremst uns quasi. Und diese Beschleunigung durch die Gravitation des Mondes unterstützen wir halt mit dem Positivburn. Weil er hier schon unsere Richtung umgelenkt hat. Also was passiert ist, er lenkt unsere Bahn einfach um. Also Gesetz des Energieerhalts, er verliert ein bisschen Energie, wir bekommen ein bisschen Energie und wir werden vor allen Dingen aber auch vom Vektor umgelenkt, in dem wir fliegen. Und wenn wir dann jetzt hier beschleunigen, unterstützen wir diesen Effekt eben durch
unsere Beschleunigung und das nennt sich dann Oberth-Effekt. Wichtig ist dabei, es heißt wirklich Oberth-Effekt, weil der Oberth-Effekt ist ein anderer Effekt, ganz, ganz wichtig. Also es gibt zwei Sachen, die nach ihm benannt sind, einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch und der Oberth-Effekt ist die Aussage, dass je höher die Geschwindigkeit ist, umso höher ist die kinetische Energie eines Treibstoffes, der verbrennt. So. Genug erklärt, jetzt geben wir Gas. Zip und schauen mal. Wenn man so viele Raumschiffe für die Gesamtmasse des Mondes um den Mond schickt zum Abbremsen, dann steht der Mond still. De facto tut er das, ja, aber der Mond wiegt ein paar Gramm. Da kannst du lange dran bremsen, bis der still steht. Aber ja, es ist ein Austausch von Energie, weil Gesetze des Ener oder ja, Gesetz des Energieerhalts, Kräfteerhalts, Energieerhalts, ah, zu viel Schmerzmittel, zu viel Bier, gelten auch in diesem Falle. Da geht nichts irgendwie auf magische Art und Weise verloren, sondern das kommt alles auch wieder, oder das ist alles auch irgendwo wieder da. So, bop, 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 bop. Energieerhaltungsgesetz, vielen lieben Dank. So, 6,1. Ich kann nichts lesen, 2, irgendwas. Ich kann immer noch nichts lesen, 700 irgendwas. Zu viel. So, das Thema hatten wir schon. 1. So. Ich überlege gerade, wie tief ich reingehe. Eigentlich haben wir genug Essen, dass wenn es passieren sollte, dass wir nicht sofort mit dem ersten Turn reingehen, dann ist das kein Weltuntergang. Wir kommen da in 6 Tagen an. Wir haben noch Essen für. Unser Apoapsis liegt auf 14 Tagen. Wir haben noch Essen für. Ich sehe den Knopf nicht. Weiß ich nicht. Warte mal, wir sind einen Tag vorwärts, also 29 Tage. Wir werden das so oder so senken. Wollen wir vielleicht nur auf 50 reingehen? Auf 50 Kilometer Höhe? Um ein bisschen das Risiko zu reduzieren. Wie tief sind wir denn mit der Probe, die uns verbrannt ist, reingegangen? Waren das 40, 50? Doch, Markus, dass beim Gravity Assist Energie übertragen wird auf den Körper, an dem du den Gravity Assist machst, das hat was mit dem Energieerhaltungsgesetz zu tun. Die Beschleunigung nicht, das ist ein anderer Kram, also das nochmal Triebwerk zünden. Aber dass das, was ich abgebremst werde, gleichzeitig sich überträgt als Energieverlust auf die Rotationsgeschwindigkeit des Körpers, an dem ich das mache, das ist Energieerhaltungsgesetz. Ich würde sonst 50 nehmen, würde ich sagen. Oder so. Die 50 anpeilen. Weil dann drehen wir halt im Zweifelsfall noch eine Runde, dann ist das so. Aber es ist immer noch besser, als drauf zu gehen. Weil was ich dann machen würde, ist sogar irgendwie so auf, weiß ich nicht, 55 oder sowas gehen. Und dann kurz bevor wir auf die Atmosphäre aufschlagen, nochmal den Rest Treibstoff rauspumpen in einem Bremsmanöver, dass wir die Apoapsis runterziehen. Unsere Geschwindigkeit, das ist nur minimal. Das sind 50, 60, vielleicht 100 Delta V, die nachher übrig bleiben. Naja, 100 sind es auf keinen Fall. Dann können wir das nochmal bremsen. Vielleicht sind das die Delta V, die uns dann retten. So, so ist das gut. Manöver ist drin. Manöver ist gespeichert. So, in 2 Tagen ist es soweit. Seid ihr auch so aufgeregt wie ich? Wir fliegen jetzt zum Mond. So. Wir fliegen zum Mond. Ich mache das mal aus dieser Ansicht, weil am Raumschiff selber gibt es gerade nicht so viel zu sehen. Hui!
Wir sind unterwegs zum Mond. Ich bin so froh, dass das geklappt hat. Jetzt kann eigentlich nur noch der Wiedereintritt schief gehen. Und da können wir ja vorsichtig sein. Die erste Eva ist beim Mond. Ich habe die Eva nicht getestet, ehrlich gesagt. Das könnten wir jetzt schnell mit einer Simulation nachholen, oder? Wollen wir das schnell mal? Frage. Wollen wir schnell mal diese Mission unterbrechen, in die FAB gehen, eine Sojus-Kapsel nehmen, im Orbit nur die Kapsel simulieren und eine Eva machen, um zu gucken, ob das funktioniert, ob man aus der Sojus eine Eva machen kann, weil das habe ich vergessen. Das ist schnell simuliert, das kostet uns echt kein großes Geld. Das sind irgendwie 200, 300, 400 Rubel und das wäre ein cooles Achievement und vor allen Dingen Science, die wir mitnehmen können. Okay, ich sehe flächendeckend, alles ist gut. Okay, dann machen wir das doch. Wir haben jetzt nämlich noch 17 Stunden Zeit, sind aber mittlerweile im Einflussbereich des Mondes angekommen. Das gucken wir uns aber gleich an. Dann gehen wir jetzt einmal kurz ins Space Center und testen das, ob das geht. Fly by me to the moon, genau. Es scheint zu klappen. Dann habe ich nur noch einen anderen Vertrag, an dem ich pleite gehen kann. Gut, der Wiedereintritt ist natürlich auch noch. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Hoffen wir einfach, dass wir nicht ganz widerlich sterben werden. So, 31.000 haben wir noch auf dem Konto. Gott, das ist alles so traurig. Aber wir kriegen auch ganz gut Geld, glaube ich, fürs Beenden dieses Vertrages. Können wir auch gleich nochmal gucken, wie viel Kohle das eigentlich gibt. Vielleicht rettet uns die Kohle aus diesem Vertrag sogar davor, dass wenn wir bei der Luna Uncrewed Landing versagen, wir wirklich pleite sind. Vielleicht sind wir dann nur so ein bisschen arm, aber nicht pleite, pleite. So, was haben wir? 7K, nee, hier, die haben wir genommen, genau. Zack, zack, einen Kybernauten rein. Genau, ein Pilot. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind hiermit abbefehligt zur Orbital Selection Earth. Ach was. Wir testen das gleich mal am Mond. Kostet das mehr? Planets? Earth? Nee, das kostet genauso viel. Sehr schön. Dann testen wir das doch gleich mal am Mond. Altitude 10.000 Meter halte ich für ein bisschen gefährlich. 40 Meter ist natürlich noch viel gefährlicher. 40.000 Meter Altitude und los. Und moin auch an den Axol. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Das wäre natürlich sehr schön. Wenn das mit der Eva funktionieren würde, dann hätten wir nämlich den Crew Report und die Eva, die wir mitbringen können, nach Hause. Potenziell. Hui. So. Gut, dass es im Dunkeln stattfindet. Gut, dass ihr nichts seht. Ich versuche das vor dem Nebel zu machen. Ah, scheint zu funktionieren. Okay. Müssen wir nur noch merken, wo die Tür ist. Okay, cool. Und man kann auch wieder rein. Okay, ja. So. Cool. Alles klar. Das hat schon alles geklärt, was wir klären wollten. Für 321,9 Pfund. Ich finde, den Test war es wert. Ha, ha. Ja, das wird auf jeden Fall funktionieren. Sehr schön. Dann machen wir natürlich auch noch eine EVA. Die können wir jetzt auch gleich noch vor dem. Können wir die vor dem Manöver machen? Das versaut uns wahrscheinlich den Kurs, ne? Lass uns mal gucken, wie viel Kohle wir dafür kriegen. Billiarden Saturn 5, um die Masse des Mondes zu erreichen. You better start building. So, wir kriegen übrigens für diese Mission, wenn wir es denn schaffen sollten, bekommen wir 430.912 Körbelfunds.
Würden wir die Luna Uncrewed, nee, Luna Landing und Sample Return verkacken, wären uns 875.000 abgezogen. Na, sind wir immer noch pleite. Okay, aber ich kann es dann wahrscheinlich einfach abbrechen, dann ist vielleicht der, wenn ich das mache, nicht ganz so hoch. Die Strafzahlungen sind aber auch die Hölle, ne? Die Hölle. Okay. Tracking Station. Auf geht's. Lasst es uns tun. Lasst uns den verdammten. Huch, mir ist das Handy aus der Hand gefallen. Den verdammten Mondflyby. Auf geht's. Übrigens, neues Mikro habe ich gestern auch bestellt. Also, das ist unterwegs. Mit ein bisschen Glück, ist das für HKK am Donnerstag schon da. Es ist, denke ich mal, aber auf jeden Fall bis Sonntag zu Colonization da. Das geht eigentlich immer recht flink. Und dann gucken wir mal. Dann ist das leidige Piepen hoffentlich weg, was ab und zu mal auftritt. Und ich habe natürlich ein qualitativ sehr hochwertiges Mikrofon ausgesucht. Jetzt, wo ihr mich alle so großzügig sponsort, habe ich die Streaming-Millionen in ein gutes Mikrofon gesteckt, nachdem ich beim ersten Mal ja sehr sparsam rangegangen bin. Also das Ding hier hat 45 € gekostet, hat jetzt 2 Jahre seinen Dienst getan. Ich glaube, das war eine gute Investition. Auf die Monate runtergerechnet war das also gute 2 € pro Monat. Das ist, glaube ich, ein fairer Deal. So, und dann lasst uns doch mal gucken. Also, als allererstes machen wir mal den Crew Report. Oh, wartet mal, wir haben Antennen. Wir sind ja coole Leute. Wir können das direkt übertragen. Zack. Auf die Erde ausrichten. Warum geht das gerade nicht? Es wird zu nah dran. Können wir es auf irgend so einen blöden Satelliten ausrichten? Ah, ist wahrscheinlich nicht aktiviert einfach, oder? Ha! Activate. Und dann kann man wahrscheinlich wirklich die Erde nehmen. Erde, check. So, jetzt habe ich aber meinen Co-Report versemmelt. Review Report. Ist das stromtechnisch irgendwie schlimm? Wahrscheinlich nicht. Und los. Unsere erste Funkübertragung von einem Körbelmenschen am Mond. Sehr schön. Okay. Jetzt trauen wir uns. Mal, auch in echt funktioniert es. So sieht das aus, wenn man auf seiner Rakete am Mond vorbeireitet. Ich sollte wirklich keinen Alkohol mehr trinken in den Streams, ehrlich nicht. 36 Science. Wie cool ist das denn? Bitte wieder reingehen. Dankeschön. Review Stored Data. 36 Science ab nach Hause. Sehr, sehr, sehr gut. Okay, dann haben wir das. Wir sind hoffentlich auch noch auf Kurs zu unserem Manöver. Das sieht aber auch gut aus. Also wenn, dann war die Abweichung minimal. Genau, Baron Münchhausen. So, sehr schön. Burntime dürfte wahrscheinlich dann so bei 1,5 bis 2 Minuten liegen, schätze ich mal, wenn das vorhin 40, 42 Sekunden waren. Dann gehen wir jetzt mal ans Manöver ran. Ich lasse das hier mal offen, falls irgendwas Spannendes passiert und wir Science-Dinge machen können. Aber ich gehe nicht davon aus, dass da groß was kommen wird, weil wir einfach die ganze Zeit Space High Over sind und der Crew Report und der EVA Report sind halt nicht EVA empfindlich. EVA, biomempfindlich. So. Und jetzt kann man, glaube ich, schon ein bisschen was sehen. Wir sind ein bisschen am Trudeln. Und ein bisschen meine ich ganz schön. Soll ich euch das mal Screenshot fertig machen? Und zwar würde ich alles dann nach dem Burn wahrscheinlich vorbereiten. Wartet mal. Ja, das ist nach dem Burn. Und zwar könnte ich euch einen Screenshot von der Sojus-Kapsel
vorbereiten, wie sie am Mond vorbeifliegt und die Erde gerade aufgeht. Dann würde ich mal alles rauscleanen. Dann könnt ihr euch ein Bild schießen davon, wenn ihr das möchtet, natürlich nur. Sie wird übrigens rotieren. So viel kann ich euch auch schon mal sagen. So, zack, ich habe schon wieder zu viel geredet. SmartS, Node, RCS an. Los, los, los. Beweg dich. Zack, zack. So. Und Feuer. Jetzt aber Feuer. Gut, ich überwache das kurz. Danach kommen wir zu dem Screenshot-Thema zurück. Weil ich möchte mich nicht umbringen. Ihr wisst schon. Umbringen ist schlecht, habe ich gehört. Ja, das mit dem Focus Moon funktioniert richtig gut. So. Sehr schön. So, wie gesagt, wir peilen mal so die 55, 54.000, eher so 55.000 an, damit ich dann nochmal mit einer Bremsung das ein bisschen runterdrücken kann. Weil wir haben ja noch ein bisschen Treibstoff. Und wie lange spiele ich schon? Du kannst mal Ausrufezeichen Uptime eingeben, BeatBeast, dann siehst du das. Aber es ist grob eine Stunde und 18 Minuten jetzt. Also mit Ausrufezeichen Uptime, wenn ihr später dazu kommt, könnt ihr immer rausfinden, wie lange der Stream schon läuft in dieser Session. Und genau. Ansonsten natürlich gerne einfach fragen. Stunde 18 habe ich aber gut abgelesen von meinem geilen OBS-Streaming-Tool. So. Ich meine das Spiel. Wie lange spiele ich schon das Spiel? Lange. Weiß ich nicht. Echt lange. 4 Jahre? Müsste ich bei Steam nachgucken, wenn ich es gekauft habe. Irgendwie so circa 4 Jahre. Vielleicht ein bisschen mehr. Ja, zu lange. Zu lange, ganz offensichtlich. Wenn du bei RSS im Modding angekommen bist, spielst du das Spiel definitiv zu lange. So. Ich aus. RCS aus. 53 Kilometer. Vielleicht noch ein bisschen. Geht das? Ne, Gegenschub geht natürlich nicht. Schade eigentlich. Achso, ich habe auch RCS ausgemacht. Klar, dass das. Ah! Okay. Ja, cool. So kriegt man das natürlich auch hin. RCS an. RCS zurück. RCS ein bisschen. Komm schon. 55 Kilometer. Und RCS wieder aus. Geiler Scheiß. So. Wir kommen dann von hier zurück. Das heißt, hier so irgendwo könnte man dann mal in ein paar Tagen noch seinen Resttreibstoff rausrotzen, bevor man versucht, einen Wiedereintritt zu machen. So, nehmen wir mal an, wir würden ungefähr 85 Delta V benutzen. Das ist nämlich das, was wir noch haben. So, und dann würden wir runtergehen auf 53 Kilometer. Das ist, glaube ich, vertretbar. Wir machen das ruhig ein bisschen eher. Gehen wir auf 52 Kilometer. Lass uns das so machen, dass wir auf 50 Kilometer gehen. So. Dann bremsen wir nämlich noch mal ein bisschen und gehen auf die gewünschte Höhe zurück. So, jetzt kommen wir auf zu lenken. Zack. So, und das Ganze zieht dann auch schon mal unsere Apoapsis auf nicht mal mehr Mondhöhe zurück. Das heißt, wir sind dann deutlich langsamer. Und was geht es bei dem Spiel genau? Um ein Raumfahrtprogramm. Normalerweise mit so kleinen grünen Köbels. Das hier ist eine stark gemoddete Variante, die das Raumfahrtprogramm auf echt umbaut. Also normalerweise ist alles ein bisschen kleiner, ein bisschen einfacher. Und das hier ist tatsächlich historisch korrekte Raumfahrt mit der Erde und dem Mond und tralala. Während das sonst alles ein bisschen kleiner, putziger und niedlicher ist. Aber das hier ist total echt. So, jetzt hatte ich euch einen Screenshot versprochen. So, dafür muss ich jetzt mal ein bisschen Sachen aufräumen. Erstmal das hier und dann den Stream. So, besser als das wird es nicht.
Und jetzt kann ich mal an die Stelle Zeitraffer. Ich gucke mal, dass ich die Sojus in ein großes, gutes Größenverhältnis bekomme. Wollen wir die Sonne mit rein? Nee, die blendet so, ne? Die Sojus schön von unten anschreiben. Was haltet ihr davon, wenn wir das so ein bisschen künstlerisch halb den Mond abschneiden? Jetzt zoome ich mal an die Stelle. Wartet mal, bevor ich das mache. Lasst mich kurz gucken, ob mein Vertrag soweit okay ist. Jo, Fly by the Moon within 5000 Kilometer. Alles ist gut. So, und jetzt probieren wir den Erdaufgang zu erwischen. Oh. Map. So. Ganz knapp dran vorbei. Da ist der Erdaufgang. Ich lasse das jetzt mal ein bisschen rotieren. Dann könnt ihr euch den Screenshot suchen, der euch am besten gefällt. Die Sojus rotiert ja durch und ich nutze die Zeit. Für ein bisschen Bier. Du musst wo landen? Es kommt immer auf den Auftrag an. Also jetzt bei dieser konkreten Mission muss ich zurück auf die Erde kommen, lebend, nachdem ich am Mond vorbeigeflogen bin. So, ich würde sagen, wer jetzt seinen Screenshot noch nicht hat, der hat Pech gehabt. Beziehungsweise, ach, wisst ihr was? Die paar Minuten gönnen wir uns jetzt mal. Das ist eigentlich zu schön, um es nicht zu tun. Ich denke, die regelmäßigen Zuschauer wissen, was jetzt passiert. Ich mache mal kurz mein Mikro zu, trinke ein bisschen Bier, sitze ein bisschen rum und ihr guckt einfach und genießt. Ihr werdet schon sehen, was passiert.
Gut, jetzt haben wir natürlich ein bisschen vorgelegt, im Sinne von jetzt den Wiedereintritt zu verkacken, wäre echt peinlich. In diesem Sinne sollten wir das ordentlich hinbekommen. Juri wird erst gewonnen haben, oder wir haben diesen Auftrag erst abgeschlossen, wenn wir tatsächlich den Körbonauten oder in unserem Fall den Kosmonauten in einem Stück lebend nach Hause bringen. Das schauen wir jetzt mal. Schauen wir jetzt mal. Ich habe noch nie, also das muss man auch ganz klar dazu sagen, ich habe noch nie erfolgreich einen lunaren Return-Wiedereintritt geschafft. Ich habe es unbemannt probiert und versagt. Das heißt, für Juri kann das jetzt eine ziemlich unangenehme Geschichte werden. Oder klappen. Das werden wir sehen. Gut, wir zeitraffern uns, denke ich mal, an das Manöver ran, wo wir nochmal eine Bremsung hinlegen. Es geht jetzt vom Mond wieder zurück zur Erde in einem geschmeidigen Dreitagesflug. 3 Tage und 5 Stunden. Genau, beste Voraussetzung für so einen Wiedereintritt sind es noch nie gemacht zu haben, habe ich gehört. Dann muss es ja auch funktionieren. Dann weiß das Universum nämlich noch nicht, dass man das nicht machen sollte. Okay, wir werden sehen, aber ich bin guter Dinge, dass wir das alles irgendwie hinbekommen. Oh. Oh. Wir haben hier draußen noch keinen Eva und Crew Report gemacht. Space High Over. Dann sollten wir das langsam mal tun, würde ich sagen. Juri, tu dein Ding. Eva Report. 24 Science, immerhin. Ich meine, sollte man nicht drauf spucken, ne? Ab nach Hause damit. Das bringt uns dann auch wieder auf. Oh, 440, das ist doch auch schon mal schön. Dafür, dass wir noch in so Popelhöhlen unterwegs sind. Sehr schön. BeatBeast, ich kann dir übrigens noch empfehlen, wenn du auf meiner Twitch-Kanalseite guckst, sind unten so Links. Da ist auch ein Link zu meinem YouTube-Kanal. Da findest du auch eine Tutorial-Serie, die bisher 4 Folgen hat, für die aktuelle Version von Kerbal Space Program. Erstmal ohne Mods. Denn Kerbal Space Program hat eine etwas steilere Lernkurve und kann auch schnell mal zu Frustration führen, um es mal so zu formulieren. Ich kann dir sehr empfehlen, Tutorials zu gucken. Ich kann dir natürlich doppelt empfehlen, meine Tutorials zu gucken. Das ist für mich aber auch total okay, wenn du andere Tutorials guckst. Aber ich kann dir nur empfehlen, für deinen Spielspaß, mach. Guck dir Tutorials an. Jin, ob ich mir sicher bin, dass der Node noch nicht in der Atmosphäre ist? Nein, bin ich nicht. Wenn nicht, müssen wir es ein bisschen eher machen. Wir werden mal gucken. Jetzt zeitraffern wir uns erstmal in Richtung der Erde zurück. Rotation sieht gut aus. Also wir kriegen immer wieder Strom rein. Irgendwas will er jetzt gerade laden. Schön, wie unsere kleinen Satelliten da alle so. Wie so eine kleine Flohherde. Und irgendwie ist unser Satellitennetzwerk auch komplett im Arsch. Aber naja, irgendwas ist ja immer. So. Ja, wenn der in der Atmosphäre ist, machen wir es ein bisschen früher. Ja, mal sehen. Das können wir ja kurz vorher ganz gut abschätzen. Wir werden auf jeden Fall gucken, dass wir die Periapsis nicht unter die 50 Kilometer drücken für den initialen Wiedereintritt. Das wäre mir sonst nämlich ein bisschen arg gefährlich, glaube ich. So, Stunde noch. Dann kommt der Wiedereintritt. Dann kommt der Wiedereintritt. Ich bin sehr, sehr, sehr fürchterlich doll gespannt. Halbe Stunde noch.
Hoffen wir, dass alles gut geht. Das wäre echt traurig, wenn es jetzt noch schief geht. Das wäre richtig traurig. So, wir machen unsere Schirme startklar. Toggle Info. Also, unser Haupt-Sojus-Schirm wird bei 5000 Meter in Pre-Deploy gehen und bei 2500 in den, ach, lass es ruhig 3000 sein, in den Full-Deploy. Close und scharf gemacht. So, und unser Reserveschirm wird dann auf 2000 Meter Pre-Deploy eingestellt. Falls irgendwas nicht funktioniert, haben wir dann noch ein bisschen Toleranz und auf 1,5 Kilometer geht er dann in den Full-Deploy. So, bei Winters Tutorials ist der Lernerfolg viel größer als anderswo. Das haben bereits unabhängige Tests bewiesen. Ihr seid die Besten. Ihr seid die Besten. Gut, 9 Minuten noch. Wir sind noch relativ hoch. Wir kommen mit ordentlich Geschwindigkeit rein. Ich meine, ich habe einen Lunar-Rated Heat Shield. Also eigentlich sollte nichts Schlimmes passieren. Delete on close. Also sieht gut aus, dass wir hier Note RCS, komm, gib ihm. Und du kannst jetzt ruhig Vollgas geben. Wir haben mehr als genug Manövertreibstoff noch. Also sieht gut aus, dass wir vor der Atmosphäre noch unser Bremsmanöver hinbekommen. So. Gut, das wird uns jetzt nicht exorbitant stark entschleunigen. Ich meine, wir haben da nur noch knappe, nicht mal ganz 90 Delta V zur Verfügung. Aber es wäre ja ein Wahnsinn, es nicht zu tun. Von daher tun wir das einfach. Das sind ein paar Delta V weniger, mit denen wir auf die Atmosphäre aufklatschen. Was uns hoffentlich den Tag etwas verschönern wird. Wenigstens etwas. Hoffe ich. Jo, hallo an den lieben Keks auch, meinen geliebten Konkurrenten. Du bist zu einem guten kritischen Zeitpunkt zurückgekommen, nämlich dem Wiedereintritt meiner Sojus-Kapsel. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Das ist halt echt schnell. Das kann echt scheiße werden. So, warte mal, wir können jetzt auch einfach mal auf. Na komm, ich habe SRS angemacht. Ich will retrograde bleiben. So. Gut. Das hier ist der Decoupler, das hier ist der Heat Shield. Wichtig, das richtige abtrennen. Das andere wäre nicht so gut. Wir haben noch knappe 140 Kilometer, bis wir auf die Atmosphäre treffen. Das Bremsen, wie ihr seht, bringt auch. Also die Beschleunigung, die wir durch die Erdanziehungskraft bekommen, ist höher als die Entschleunigung durch unser Bremsmanöver. Wir sind auf 50 Kilometer Höhe jetzt. Noch 12, 10, 9 Delta V, 8 Delta V, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und aus. Okay. Sprit alle. RCS Fuel arbeitet jetzt noch fröhlich weiter, aber das werden wir jetzt mal sein lassen. Denn wir gehen jetzt radial out für einen kurzen Moment und werden jetzt unsere Kapsel wegsprengen, damit wir nicht beim Wiedereintritt mit unserem lustigen Orbitalmodul kollidieren. Gut, und dann heißt es hoffen, beten, glücklich sein. So, 30 Kilometer noch bis zur Atmosphäre. Wir sprengen unsere Service-Sektion ab. Oder wir sprengen uns von unserer Service-Sektion ab und gehen in Richtung Retrograde mit unserem RCS-Fuel. Auch hier könnten wir mal den Thrust-Limiter, glaube ich, deutlich nach unten setzen. So. Okay.
Ich glaube, es macht Sinn, diesen Descent-Mode anzuschalten, weil der hatte uns ganz cool flach gehalten, sodass wir in der Atmosphäre dann auch wieder steigen ab einem gewissen Punkt. Das hatte ich zumindest in der Erdumlaufbahn schon mal getestet. Das sah relativ cool aus. Lasst uns das probieren. Vielleicht macht es den Tag ein bisschen besser. Wir sind mittlerweile in der Erdatmosphäre angekommen. Jetzt heißt es beten und hoffen. Jetzt heißt es tatsächlich beten und hoffen. Ich kann es nicht ändern. Ich kann noch ein bisschen rotieren, glaube ich. Ne, wahrscheinlich kann ich nicht mal das. Nicht mal das werde ich wahrscheinlich so richtig können. Okay. Descent Mode geht scheinbar scharf. Ich halte mich mal sicherheitshalber bereit, ihn abzuschalten. Falls das so aussieht, als ob wir überhitzen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sind die ganzen Bauteile von unserem Raumschiff. Also, wenn wir irgendwie anfangen zu überhitzen, dann sage ich ihm Dankeschön und mache den Descent Mode aus. Unser Heat Shield overheated. Bitte mach mich nicht unglücklich. Mach mich nicht unglücklich. Kleiner Heat Shield. Scheiße. Es ist nicht gut, wenn Heat Shields overheaten, oder? Und damit war es das für die Mission und ich bin pleite. So, was ist passiert? Ich glaube, der Heat Shield ist tatsächlich explodiert. Als allererstes. Ja. Aber da kann irgendwas nicht stimmen, weil das ist ein Lunar-Rated Heat Shield gewesen, der gerade durch den Lunar Re-Entry explodiert ist. Also ich weiß es nicht, was da schiefgelaufen ist, aber genau dafür ist der Heat Shield eigentlich da. Ich kann es euch nicht sagen, aber damit ist die ganze Mondmission gelaufen und auch die Karriere, würde ich sagen. Also zumindest aus dem Rennen um den Mond kann ich mich, glaube ich, verabschieden. Also nicht glaube ich kann es nicht mehr schaffen. Ich werde die Strafzahlung akzeptieren müssen und jetzt gucken wir mal, was das genau bedeutet. Was das heißt. Tja, ging auch sehr, sehr schnell. Also das Heat Shield hatte tatsächlich ja noch so viel frei auf dem Balken. Und ist dann halt sehr plötzlich explodiert. Ja gut, und der Rest war dann sofort weg. Schade. Schade, schade. So, zurück zum Space Center. Hilft ja nichts. Ich versuche jetzt mal den Lunar Flyby abzubrechen, um zu gucken, wie hoch die Strafzahlung ist, wenn ich es vorher selber beende. Tja. Das stellt uns natürlich vor ganz neue Herausforderungen, weil selbst wenn ich das jetzt irgendwie, wenn ich das jetzt irgendwie noch gerettet bekomme auf der Geldebene, ist halt die Frage, wie wir den Lunar Re-Entry machen. Aber wir haben zumindest schon mal bewiesen, dass es funktionieren kann. So, was ich jetzt mal mache, ist den abbrechen, weil wenn ich ihn auslaufen lasse in 25 Tagen, kriege ich die volle Strafzahlung. Ich hoffe, dass ich jetzt die. Wieso kann ich ihn nicht abbrechen? Ach du Scheiße. Ja, ich kann ihn nicht abbrechen. Das war's. Das sind 5 Millionen Strafzahlungen. In 25 Tagen keine Chance. Dann bin ich durch. Melde mich aus dem Rennen ab, würde ich sagen. War ein netter Versuch. Die 50 waren entweder zu niedrig oder der Heatshield hat nicht richtig funktioniert und irgendwas wird auf jeden Fall falsch gewesen sein. Das war halt fehlendes Testing. Ich kann aufgrund mangelnden Testings nicht genau sagen, wie viel eine gute Höhe gewesen wäre, weil ich es nie funktional hinbekommen habe. Aber ich bin hiermit raus in 25 Tagen aus dem Rennen um den Mond.
zumindest. Das heißt, ich gebe mich letztlich geschlagen, weil ich da jetzt nichts gegen tun kann. So, aber die Serie lassen wir natürlich weiterlaufen. Also ich werde mich weiter mit RSS beschäftigen. Ich zoome jetzt mal zu der Stelle vor. Und lass den Vertrag auslaufen, weil ich mir dann schlicht und ergreifend die Kohle, die ich abgezogen bekomme, wieder raufcheate, damit wir mit der Serie weitermachen können, also mit RSS. Außer ihr habt keinen Bock mehr auf RSS, dann kann ich auch aufhören. Aber ich würde gerne noch ein bisschen weitermachen. Ich kann jetzt nichts dagegen tun. Also dieses Crude Lunar Flyby wird halt schlicht und ergreifend auslaufen. Ich kann es nicht abbrechen. Keine Chance. Ich muss es erledigen und ich kann es nicht erledigen. Also es gibt einfach keine Möglichkeit. Ich kann mir nicht mal mehr die Rakete leisten dafür, wie ich da hinkommen könnte. So, von daher Zeitraffer an. Und an dich, Cookie. Ich steige hiermit offiziell aus dem Rennen aus. Ich bin raus. Viel Erfolg, wenn du es schaffst mit dem Mond. Egal, wann du es schaffst, hast du gewonnen. Du darfst nur nicht pleite gehen, wenn ich den Neo richtig verstanden habe. Ja, war halt ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt. Das mit dem Re-Entry hätte ich irgendwie testen müssen. Irgendwas ist doch hier komisch. Offiziell ist Crude Lunar Flyby vorbei. Inoffiziell noch nicht. Verstehe ich nicht. Vielleicht bin ich doch nicht raus. Der scheint nicht unter 10 Tage zu gehen. 10 Tage, 4 Stunden, 11 Minuten, 3 Sekunden. Hä? Eigentlich hätte er längst auslaufen müssen, oder? Na gut, vielleicht bin ich doch nicht pleite, weil der Vertrag einfach nicht ausläuft. Ich habe keine Ahnung. Das wäre spannend. Na gut, ich muss jetzt eh zum Lunar Landing vorzoomen. 23 Tage. So, ich überlege jetzt gerade, ob ich die heute noch starte. Jetzt kam er. Jawohl, danke. Hä? Was? Jetzt kam der, aber ich bin auch gleichzeitig. Jetzt ist irgendwie auch die der Construction Timer nicht angesprungen und hat gesagt, dass die Rakete fertig ist. Hä? Jetzt ist es richtig am rumbuggen, weil meine Rakete hätte mich eigentlich aus dem Time Warp retten sollen und jetzt ist aber gleichzeitig auch noch die Lunar Landing and Sample Return irgendwie, ja, 15 Stunden. Ha. Danke. Danke für nichts. Läuft ja. Weil eigentlich hätte mich hier der hier stoppen müssen. Ja, heute läuft's richtig. Also, ich würde sagen, ich mache jetzt für heute einfach mal, weil es gerade auch irgendwie ziemlich rumbuggt, das Spiel. Ich würde jetzt einen Cut ziehen für heute. Und genau, meine Wunden lecken von dem Wettlauf. Aber ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich werde für den nächsten Stream die Negativkohle da resetten und wir machen ganz normal weiter. Ich werde natürlich auch weiterhin probieren, zum Mond zu kommen. Und ich werde RSS auch nach dem Mond noch weiterspielen. Aber bin dann hiermit aus dem Aspekt des Rennens zum Mond ausgeschieden, außer unser Schiedsrichter erfindet irgendeine neue spannende Regelung, wenn Cookie auch noch pleite geht. In diesem Sinne sage ich jetzt erstmal für heute Abend vielen Dank fürs Zuschauen. Seid nicht böse, ich gehe. Ich mag auch heute mal eher ins Bett gehen. Ich habe am Wochenende echt sehr wenig geschlafen. Ich hatte es im Sonntagsstream ja erwähnt.
Genau, nächste Woche Dienstag geht's weiter. Wir sehen uns sonst am Donnerstag wieder zu HKK. Und wir sehen uns am Sonntag wieder zu Hardcore Colonization, wenn ihr möchtet. Solange sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.